Servus, Freunde. Hallo, hallo. Heute bauen wir das, ja, Floe, wie man es halt ausspricht, an, um die Leitung durchzublasen. Am Wohnmobil. Wir haben uns da einen Nachbau gekauft, mein Schwager und ich. Hat roundabout damals 30 Euro gekostet. In eBay. Bei mir musste ich noch ein paar andere Kupplungen drauf machen, weil ich Kunststoffleitungen habe im Stegemann. Und hier im Wohnmobil bei meinem Sparer, der hat die normale flexible Wasserleitung drin. Ja, wie so ein Gartenschlauch, sag ich mal. Und da passe aber die Anschlüsse von diesem Ding. Das zeige ich mir euch jetzt, der Einbau, wie es funktioniert. Und es geht eigentlich ratzfatz. Ist ganz einfach. Und ich werde unter das Video, setze ich unten einen Link rein von diesem kleinen Kompressor. Der geht mit 12 Volt. Könnt ihr die Barzahl digital auf 0,5er Schritte einstellen. Und wenn der Druck erreicht ist, hört das Ding auf. Das ist eine super Sache, kostet ein paar Euro das Ding. Und somit habt ihr auch nicht die Gefahr, dass euch irgendwas um die Ohren fliegt. Weil wenn ihr einfach Luft drauf gebt und habt hier was weiß ich, einen normalen Kompressor dran, und da seid ihr irgendwo bei 4, 5, 6, 7, 8 Bar, da fliegt euch irgendwas um die Ohren. Ein Ventil oder ja, irgendeine Schlauchverbindung, was weiß der Teufel, irgendwas. Und dann habt ihr nachher mehr Arbeit, das Ding wieder zu flicken, wie sonst irgendwas, was das gar nicht wert ist, die 10 Euro oder was das Ding kostet. Ne? So, wir zeigen euch das jetzt mal im Video und dann melden wir uns. So, Jürgen, gehen wir mal neu in die Kiste. Gucken uns das mal auf. So. Das ist jetzt das Wohnmobil von meiner Schwester. Da ohne drinne, unter dem Sitz, da ist der Wassertank. So, jetzt machen wir das Ding mal raus. Ich kann mal gucken. Das Ding mal ist der? Ist der angehängt oder was, der Tisch? Ich sehe sogar nicht ab. Ja, schließen kann ich mal. Wir sehen. So. Da ist der Tank. Also, wann wärst du aus dir genug, ne? Ja. Mal sehen wir mal. Ja, wenn man mal mit 20, 30 Menschen unterwegs ist, Ja. wissen Wenn. wir, wie ich das mal Wenn. anwesend. Das ist das Kabel von deiner Pumpe. Okay. Das ist dann Überlauf. Und das ist das, was in die Leitung geht. Wo ist denn das Ventil? So. Jetzt gucken wir mal, ob Ja, das so Ding hier so. Schlauchsteller. Ja. Warum eigentlich noch ein bisschen, ne? So, Leute, das ist das Ventil, was wir hier einbauen. Das hat praktisch hier einen Sperrhahn und hier einen Sperrhahn. Hier oben das Autoventil. Da kommt dann die Luft drauf. Und dann kannst du zum Tank, kannst du absperren, dass du hier die Luft hier raus hast für in dein Systemrohr, damit du auch, wenn du die Hähne aufmachst, der Druck drauf hast. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich will gerade was. Machen wir die Arschschelle ab. Schreibe. Das sind diese scheiß Quetschschellen. Da sind diese gequetschte Schelle drauf. Wollen wir Seite schneiden. Wenn wir sicher sein, dass es so funktioniert, Jürgen, ne, können wir nach direkter schneiden. Das müsste hier drauf passen. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, Ich jetzt sagen, das passt. wir schneiden es hier durch und klemmen Genau, zwischen und euch. fertig. Da lassen wir die Schelle so drauf. Lass die Schelle, wie sie ist. Aber nur ein bisschen.
Schweizer Messe. Ich will Camping. Camping. Camping Schweizer Messe heute. Da kriegst du ja die Dir nicht zu. So muss es sein. Schneidersach, obwohl bei dir schneidest du nicht mal. Ich hoffe. So wie ich dich kenne, kannst du dich mit dem Pingball rasieren. Schweizer du schneidest es da, spiel das haben willst. Ja. Ich will auch noch mal was gucken. Welche Höhe. Ansonsten musst du es weiter dahinter machen, ne? Ob das funktionieren kann. Ja, leg's doch mal drauf und mach auch einmal den Deckel zu, Jürgen. Jetzt siehst du doch, ob's irgendwo hängt oder nicht. Was? Also so wär's theoretisch zu. Ja. Und mit dem Hahn, wenn der jetzt bündig ist. Nee. Ja gut, mein Gott, das drückt sich also. Das ist so hinter eh nicht mehr. Multifunktionabel. Das hat man bedarf wieder repariert zu werden. So, das. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Das Ding reicht noch im Troppe. Ja, Öl. Nicht Öl, noch im Troppe. Holzleim. Oder wir müssen halt dann da neu gehen. Ja, da hast du ja Matz gefummelt, ne? Ja, ja. Und vor allem, weil hier kleine Bohre ist, ja. So viel Luft hast du ja nicht. Das ist jetzt. Also je weiter, dass du hier, guck mal, Jürgen, machen wir mal. Hier ist der Abstand weniger wie hier. Also je weiter, dass du das Ding so vorne hinsetzt. Ja, das ist so schlechter Reiz. Das täuscht, oder? Weil, wenn ich jetzt hier gucke, ne? Ja. Das, wenn ich das hier eindrehe, dann schlüpft es hier gerade vorbei, deswegen ist es auch kaputt. Das ratscht hier vorbei, also ist ja alles perfekt. Ja, die haben das Ding schon mal ausgehabt. Vielleicht, die haben das Ding mit Sicherheit um ein Loch verdreht, weil das Plastik geht mit Sicherheit hinten drauf vorbei oder vorne drauf vorbei. Ja. Und das haben die mit Sicherheit um ein Haus. Und das ist ja eigentlich nur so ein Strebe, dass das Ding stabiler wird. Dass es stabiler wird, mehr ist es nicht. Ja. Dann musst du mal irgendwann nochmal drauf Holzleim drauf machen. Weil das ist ja nur so stellenseitig drauf geklebt. Ja. Mehr ist es nicht. Und weil es so Druck gekriegt hat, hat es halt mit der Zeit nachgegeben, weil das Licht da ist frei. Ja. Ja. Aber das liegt immer dahin. Das liegt doch hier gar nicht auf. Nee. Warum liegt denn das nicht auf? Das kann, ja, weil der Achter drauf drückt. Ja. Weil die das ja ausgeschnitten. Das aus. Das ja, irgendwo hängt. Das ausgebaut. Das ist hier. Da machen wir das Ventil nochmal raus und machen noch einmal zu. Aha. Ja, perfekt ist das nicht. Das ist halt. Irgendwie. Ja. Gut, wir haben jetzt das Ding noch nicht wirklich viel auf und zu gemacht. Ne? Aber das ist normal auch hier geschraubt mit Sicherheit. Ja, das ist doch ohne Fehler die Schreibschrift. Da, und deswegen ist es. Da gehen normal Schreibschrift durch, siehst ja, du das? Ja, da siehst du, wo sie hängen. Außer Platz sind sie. Das ist alles Pappendeckel. Ja. Ja, das gibt ja. Also zur Information, wir haben 3 Grad plus oder 3,5 Grad plus. Hoppala. Ich fliehe mir schon mal Zigarettenfahrt. Eieiei, was ein Schade. Was ein Schade. So. Also, Lügen. Wie ist los? Ich gehe jetzt auch mal weg. Geht ein bisschen da vorne hin. Das ist normal sowieso auch höher. Und, willst du da rüber? Dass du dich gescheit bewegen kannst oder kommst du da schon? Das geht, das kann man. Wie das dich mal weil alles baue ich da hinten nur Druck auf dem ganzen System, das wird so schlecht. Ja. Wir gehen da hin, Feierabend, ansonsten. Ja, du musst ja nur einen Schnitt neu machen. Ansonsten gehe ich hin, du hier nochmal was aufklebe, dass es auf einmal ein bisschen höher kommt und gut ist es. Weil das Ding wird ja jetzt länger, also sonst musst du jetzt gucken, wo du es in der Mitte auseinanderschneidest. Das muss bis dahin. Und das muss bis dahin. Ja, du musst ja, das würdest du ja ein Stück rausschneiden. Ja, das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde es auch mal trennen. Nur auch durchschneiden, da halt länger lassen. Trennst auch in der Mitte von den zwei Dingen durch. Das kann man machen. Wir haben ja hier Platz genug. Genau. Haben wir ein bisschen mehr Schlauch. Weil der Schlauch geht ja noch. Ja, hat mir ein bisschen mehr flexibel. Dann nehme ich das Master. So, jetzt ist nichts mehr zu machen.
So, da haben wir einen Schraubenzieher oder eine Nuss. Das ist aber, ja, das muss ja gut zugehen. Das muss normalerweise funktionieren. So ist es da. Das ist nee, das Flachschraubenzieher. Du hast Kreuzschlitz. Gut, dann brauchen wir dann einen. Das habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen, dass man einen Flachschraubenzieher für eine Schelle hat. Entweder haben sie Kreuzschlitz, dass sie eine Nuss haben, ist ja klar. Das tut. Ja, das war doch richtig. So ist es besser, ne? Wegen welchen Schrauben. Ja. Und dass die nicht auch noch oben ist. Wobei das frisch ist. Von der Höhe her, das gibt sich nichts. Das gibt sich nichts. Der steht noch in den Finger. Dann mache ich. Nimm den Fehler. Schluss mit lustig für heute. Ja. Ah ja, wir sind es ja gewöhnt. Was in den Finger ist, ist das? Na, keine Baustelle ohne Blut. Ja. Nur ein richtig Blutlager. Ach, die Festigkeit im Bau. Da gehen wir ein bisschen hoch. Ich würde schon noch mal mit der Nuss auch ziehen. Hm? Mit der Nuss noch einmal nachziehen nachher. Was sind das, 7 oder was? 7 oder 8? Oder was? Ja, passt schon. Gut. So, die zweite Scheibe? Da. Du hast alles dann durchgesetzt. Stimmt, das ist blöd. Dann machen wir es gleich. Nur das Ding ist mal ohne. Bin schon blöd. Ich glaube, wenn du dann den Finger steckst, raut Farbe, weiß ich nicht, wie gut das geht. Das ist, wenn man zu stürmisch ist und keine Zeit hat. Da rutscht man ab. So. Ah, wir haben Scheiße gebaut. Wieso? Und das Ventil verkehrt rum drin. Wieso? Mit dem Absperrhahn, das muss auf die andere Seite. Das Ventil muss um 180 Grad gedreht werden. Wir müssen ja Richtung Tank absperren. Ganz ausbauen. Richtig. So, jetzt müssen wir das Ding nochmal schnell rausmachen. Das hat alles ganz Sinn. Jetzt haben wir nämlich gerade für Kälte mal gebaut. Das Sperrventil. Aber wir sind jetzt schlauer geworden. Machen wir jetzt die Nuss drauf, dass ich das aufwache. Genau, so rum muss es drauf. Der Absperren und der Vortrage. Geht doch aufwache mit der Nuss. Ja, wir haben halt so gedacht, dass wir da schön drauf können. Ne? Ja, gut. Das war der Gedankengang deswegen, aber ist nicht immer die beste Idee.
So, nach festem Dampf. Genau. So. So, jetzt machen so wir alle Wasserleitungen auf. Und lassen wir die Krümel laufen. Das Ding ist jetzt hier innen drin eingebaut. Seht ihr ja? Jetzt haben wir den Kompressor da. Der hängt hier am Wohnmobil um 12 Volt Bordnetz. So. Jetzt schalten wir das Ding mal an. Jetzt gucken wir mal. Der hat jetzt 1 Bar, ne 0. Dann können wir das direkt hier. Gucken wir mal drauf. Noch 1,5 Bar. So, und jetzt machen wir das Ventil mal auf die Trübe. Jetzt musst du komplett mit runternehmen. Okay. Das andere Ventil, was zu spannen ist, dann. Genau. Das musst du spannen und das andere auf. Wie Autoventil musst du das auch aufmachen. Mal, so, schalten wir den China-Karre auf. So, den Strom haben wir weg. Strom ist weg. Strom ist weg. So, jetzt musst du mal aufdrehen. Ist alles offen. Bist du sicher, dass das richtig drauf sitzt? Das müsste ja mal auffallen irgendwann. Machen wir den Sperrhahn zu, ob er aufhört. Den Arne, den Raune, den Sperrhahn. Oh, mach den mal zu. Ja, mach mal zu. Gut, okay. Also, das funktioniert soweit. So wie der Start, ne? Ja, dann stellen wir wieder auf 1,5. So, Sperrhahn ist auf, ne? Ist auf, ja. Dann müssen wir gerade mal gucken, ob da was rauskommt. Da gibt es gar nichts. Null. Hast du die anderen Ufer dazu? Mach den mal zu. Und da ist so ein Thermo-Ohne schon aufgedreht. Der geht offen. Der baut den doch hier. Da brauchen wir den Thermo zu. Ja. Gefunden, das liegt an der Therme. Ja, mein Schwager hat die Therme schon vorsichtshalber mal aufgedreht. Ist klar, dann baut eben das Ding hier keinen Druck auf. Ja, weil sie fortmischt. Die Luft. Das ist so im echten Leben. Okay. Geht schon. Was ein Dom, gehe ich immer von. Ah ja. Wunder. So. Muss ich nur abspannen. Ja, aber wenn ich. Das ist elektrisches Magnetventil. Und ich denke, das geht nur. Wenn ich Strom habe. Warte mal. Ist das kein Schraubventil? Closed oben, ne, es wird nur gezogen. Aber es geht immer wieder runter. Es ist offen. Also wenn ihr wisst, wie diese Ventile funktionieren hier im Wohnmobil, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich kenne sie nicht vom Wohnwagen. Wenn es unten ist, ist es offen. Wenn es oben ist, ist es zu. Aber warum ist es automatisch runterspringt? Weiß ich nicht, weil der baut Strom ist an. Ich gebe mal Druck drauf und dann hältst du mal da runter. Ziehst ihn aber mal hoch, Jürgen.
Wir haben aber keinen Strom mehr hier. Komplett stromlos. Wir haben keinen Saft mehr hier. So, jetzt sind wir. Simon? Bleibt der oben? Nein. Nicht? So. Guck du mal da hin, was da noch Wasser rausläuft. Unglaublich. Das war jetzt alles noch in der Leitung. So, warte mal, das machen wir. Da kommt jetzt nichts mehr. Das mache ich hier mal zu. Das ist ein Hinweg, das kann hier gehen. Gut, alles mal hinten machen. Jetzt gucken wir den mal an. Ja, das scheint gewesen zu sein. Also ich würde mal schätzen. Ah, ja, hier guckt. Das war auch noch drin in der Leitung. Jetzt kommt hier nichts mehr. So eine Kaltstelle. Das war jetzt einmal Warmwasser und jetzt ist Kaltwasser. Das ist ein Wahnsinn, was da noch rauskommt. Das habt ihr alles in der Leitung drin. Immer kurz warm. Gut, also das war es gewesen mit dem. Jetzt machen wir das selber mit der Dusche. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Aber die sitzt höher. Ich denke, dass das mit rausgekommen ist. Ah, ne? Ist immer noch. Guckt euch das an. Wahnsinn. Ist unglaublich, was da noch drin steht. Jetzt haben wir es mit Warmwasser noch einmal. Ja, da war die Leitung leer. Kaltwasser noch einmal kurz eben. Und noch kurz stoppen und wieder Druck auf, ein bisschen. Zack. So, gut. Jetzt machen wir die noch einmal los. Müssen wir da noch mal rein. Das ist selbst gewesen. Ja. So. Ihr habt gesehen, was da jetzt noch an Wasser insgesamt rausgekommen sind. Also ich würde mal schätzen, irgendwas war das. Mal locker 1-2 Liter. Oder? Ein halb Liter würde ich sagen. Ja, pro Dings vielleicht. Na, no, so viel war es jetzt nicht. Meinst du? Ein halb Liter insgesamt würde ich sagen. Das hast du ja alles in deiner Leitung drin. Ja. So, und somit haben wir das Ding jetzt hier eingebaut. Ihr seht, das ist eigentlich ganz einfach. Ja, der kleine Spezialist. So, dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir das Ding hier zusammengeschraubt haben. So, Freunde, das Ding ist eingebaut. Ihr habt gesehen, es ist eigentlich keine Arbeit, nicht. Das geht ruckzuck. Wenn wir das Fendi nicht um 180 Grad gedreht hätte, wären wir natürlich noch schneller fertig geworden. Aber es ist ja noch aufgefallen. Und somit auch, naja. Okay, zucki. So, was man zu der Arbeit? Oder ruckzuck, oder? Gut gelaufen. Ne? Problemfrei. So, jetzt kann mein Schwager besser schlafen, die Schwester sowieso. Und so ist es. Ja, somit verabscheue ich uns. Jo. Tut uns Like, Abo, Daumen hoch, das ist wichtig für uns, damit wir noch ein bisschen basteln. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.